Willkommen zurück zu einer neuen, brutalen Folge Guardians of the Galaxy. Freut mich, dass du da draußen wieder ultra brutal mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft, ihr könnt dieses Spiel hier gewinnen für PC, PlayStation oder Xbox. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Discord findet ihr in der Beschreibung und natürlich, welche Version ihr haben wollt. Und jetzt geht das Abenteuer der Guardians weiter. Ich bin Groot. Klingt, als hätte Groot das weißwütige Mistding unter Kontrolle. Es sollte besser nicht mehr herkommen und an meinem Schiff rumkauen. Oder ich... Oder du was? Was denn mit dem Kühlschrank? Kann der nicht mal zubleiben? Die Attentäterin. Was habe ich jetzt wieder gemacht? Die Kühlschranktür war offen. Ja, Gamora. Oder war es die Abscheulichkeit? Ja, Rocket. Vielleicht waren es ja auch beide. Yo, was geht's? Ein Penny für deine Gedanken? Was ist ein Penny? Das ist Geld. Sowas wie Units. Eine Redensart. Heißt, ich will wissen, was du denkst. Wir brauchen unsere Units für das Nova-Korps, sonst riskieren wir... Drax. Sag mir einfach, was los ist. Mir wird bewusst, dass ich weniger weiß, als ich angenommen habe. Sacknarf 9 entsprach nicht meinen Erwartungen. Weil Lady Hellbender keine Riesin ist? In der Tat nicht. Das ist nur ein Teil, Peter Quill. Unterwegs zu ihr wurde mir klar, dass auch viele meiner Annahmen über dieses Team vorschnell waren. Tatsächlich. Die Attentäterin und der Nager. Hätten sie und der Baum nicht mit uns gekämpft, wären wir jetzt nicht mehr am Leben. Ich sag doch, das sind keine schlechten Leute, nur weil sie eine schlimme Vergangenheit hatten. Das Leben ist kompliziert, Drax. Die Dinge sind nie einfach. Auf Katef waren sie's. Eine liebevolle Familie und eine Sicherheit im Leben. Beides habe ich verloren. Du findest sie ganz bestimmt wieder. Das braucht nur ein bisschen Zeit. Was haben wir denn hier eigentlich? Star-Lord-Mucke. Ganz viel Star-Lord-Mucke. Boah, ich habe ganz viele neue Star-Lord-Mucke. Ja, Star-Lord können wir, glaube ich, alles hören. Nur eben nicht die anderen Sachen. Die echten Sachen. Ah, eine passende Musikuntermalung für die Situation. Stille. Das gefällt dir, Drax. Pure Stille. Ist jemand da drin? Rocket? Was? Ich bin beschäftigt, Mann. Mit was denn? Ist das meine Zahnbürste? Damit kommt man auch noch in die allerkleinsten Ritzen. Wow. Rocket, bitte! Halt's warum? Noch ganz kurz zurück. Bin gleich fertig. Alter, warum machen alle widerliche Sachen mit meiner Zahnbürste? Das ist nicht cool. Das ist nicht cool, Alter. Das ist ganz und gar nicht cool. Können wir bitte in Zukunft meine Zahnbürste da rauslassen? Dankeschön. Magnetische Waffenhalterung. Ich würde gerne mal mit Groot reden, der ist unten, ne? Irgendwas Neues hier? Immer noch die Star-Lord-Mucke. Wow, hübsch. Das ist ein netter kleiner Pferd. Ich bin Groot. Ja, soll mir besser vom Pelz bleiben. Du wolltest den Funk nicht kaputt fressen, oder? Oh. Sieht stabil genug aus. Meinst du, es fühlt sich da drin wohl? Ich bin Groot. Ah, das heißt wahrscheinlich ja. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Inaktiver verborgener Lagerraum. What? Unsere Funkmatrix wäre sicher nicht zerkaut, wenn wir das Lama hier untergebracht hätten. Ja, und warum haben wir es nicht? Hübsch. Ist die von Sacknarf 9? Ich wette, sie liebt Wasser. Jede Pflanze liebt Wasser. Nicht zu viel, aber trotzdem irgendwie wasserfreudig. Was ist das hier für ein Raum? Was können wir hier machen? Okay. Habe ich hier einen Schadensbericht? Nun,
Rocket putzt sich seine Öffnung mit meiner Zahnbürste, was unglaublich widerlich ist und mir jede Menge Angst einjagt, aber ich denke mal, wir müssen weiterziehen. Gamora, hast du... Sind das Puppen? Ja. Nein. Ach, ist doch egal. Die Halas Hope ist im Tayo-System. Koordinaten in der Konsole. Was machst du denn mit diesen merkwürdigen, unheimlichen Puppen? Okay. Wieso hast du den Sichtschirm zugemacht? Das geht dich nichts an. Wirklich nicht? Klingt so, als würdest du irgendwas vor uns verbergen. Ja, das tue ich. Ich muss dich leider enttäuschen. Ich habe alles gesehen. Hätte nicht gedacht, dass du Puppen sammelst. Und ja, ich häng an meinem Leben. Peter, ich werde dich nicht töten, nur weil du nach meiner Sammlung gefragt hast. Das ist gut, denn letztes Mal... Was wäre denn, wenn ich sie sammle? Viele Leute haben Hobbys. Groot sammelt Pflanzen. Rocket hat ein Faible für Bomben. Ja, ja. Und Drax hat viele sehr gefährlich aussehende Messer. Siehst du? Ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Wahrscheinlich. Als ich klein war, habe ich auch Sachen gesammelt. Baseballkarten, Actionfiguren... Findest du Sammeln etwa kindisch? Nein, 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 so habe ich das nicht gemeint. Ich zieh dich nur auf, Peter. Mir ist egal, was du darüber denkst. Ich behalte nur gern meine Hobbys für mich. Gut, dann sammel eben deine unheimlichen Puppen. Deine intergalaktischen Weltallpuppen. Okay, Corell. Bald wirst du beeindruckt sein. Wahrscheinlich beobachtet Corell das Schiff und wartet, ob wir die richtige Entscheidung treffen. Scheint, deine Freundin hat ihren Teil des Deals erfüllt, Quill. Wissen wir denn sicher, dass sie das ist? Ich überprüfe das. Gleiche Kennung wie vorher. Das ist definitiv die Halas Hope. Mit meinem Schiff. Reg dich ab, ist die Standardprozedur bei Nova Corps. Meinem Schiff geht's gut. Seit wann? Frag Quill, der Bruch landet ständig damit. Also dann, bezahlen wir die Strafe. Ich weiß ja nicht, irgendwas stimmt hier nicht. Ist alles ein bisschen merkwürdig, oder? Normalerweise müsste hier nicht irgendjemand sein. Was machen wir mit dem übrigen Geld, nachdem wir die Bullen bezahlt haben? Ich hätte gern einen Landungsassistenten. Viel wird nicht übrig bleiben, aber wir könnten Infos über unseren nächsten Auftrag kaufen. Wir sollten was zu essen besorgen. Okay, Drax gewinnt. Ja. Bloß keine Yarrow-Wurzeln mehr. Ich glaube, das Lama hat auch was gesagt. Rocket fängt sich wieder. Versuch einfach nichts anderes zu fressen, okay? Ich gebe hiermit zu Protokoll, dass ich nicht hier sein will und dass es ein Fehler ist, hier zu sein. Wollen wir wetten, wer den meisten Officers den Stinkefinger zeigt, bevor sie uns erwischen? Bin nicht in Stimmung. Okay, ich dachte, das gefällt dir. Gott, sind die alle mies drauf. Groot? Bereit zu bezahlen? Ich bin Groot. Sogar Groot weiß, dass du wegen Blaubeerkuchen hier bist. Ich bin Groot. Das ist keine Station in Felsform, sondern ein Fels in Stationsform. Drax. Das erinnert mich an meine Kapitulation bei den Behörden. Wie war das so? Befreiend. Ich glaube, unsere Zeit hier wird kürzer als deine Gefängnisstrafe. Kommt drauf an, ob du dich immer noch mit Corell paaren willst. Du traust mir zu, dass wir uns so lange paaren können? Warst du schon mal auf dem Rock? Ja. Sieht aus wie jede andere Nova-Corps-Station. Weißt du zufällig, wo es hier lang geht? Hier geht man nirgendwo lang. Man wird entweder hergebracht oder scheitert am Empfang. Ja gut.
Dann hätten wir es, oder? Okay, es geht weiter. Wenn das Nova Corps auch nur den Lack angekratzt hat, verrechnen wir das mit unserer Strafe. Viel Glück dabei. Das ist grobe Verlässlichkeit. Fahrlässigkeit. Hab ich doch gesagt. Wo sind denn alle? Die meisten Nova-Stationen sind stark automatisiert. Alles synchronisiert vom Worldmind. Es ist beunruhigend. Sie hatten nach dem Krieg keine große Wahl. Zu viele... M-Schiff. Kennzeichnung Milano. Verschoben in Lagereinheit M-3-4-L. Bring gefälligst mein Schiff zurück! Zeigen Sie vor dem Abflug Ihren beglichteten Welchen Parkschein? Wie zum Flak sollen wir von diesem Felsen wieder wegkommen? Ganz ruhig, Rocket. Das ist das Standardvorgehen. Das sagst du immer wieder. Das hier ist nicht gerade meine erste Nova-Corps-Strafe und deine auch nicht. Die erste, die ich bezahle. Ja, wer ist denn so blöd und bezahlt sowas? Lass mir hier drüben hin, vielleicht gibt's hier noch irgendwie ein bisschen... Units haben aber anscheinend überhaupt gar keine Bedeutung, ne? Also... Man kann anscheinend hier nicht shoppen gehen. Nein, faktisch ist er korrekt. Würdest du glauben, dass der Name nicht daher kommt, dass das Ding auf einem riesigen Felsen steht? Würde ich nicht. Und warum heißt er dann so? Keine Ahnung. Ich habe das nur gehört. Okay, gehen wir mal rein. Hier ist ja gar nichts los. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, es sollte einfach nicht so leer sein. Ist heute ein Feiertag? Weltraumbullen haben keine Feiertage. Hallo? Ich bin Groot. Wir würden gerne Strafe bezahlen. Wir suchen Centurion Corell. Die Tür ist versperrt. Tja, wir haben's versucht. Kommt, wir gehen. Wir gehen nicht. Wir gehen zu ihnen, wenn wir müssen. Seht, die Türsteuerung ist auf der anderen Seite. Wir müssen dich nur hinbringen. Was? Soll ich jetzt etwa die Nova Corps Security hacken? Hey? Wenn du denkst, dass du es nicht schaffst? Das war billig, Quill. Wir reden davon, in eine Nova-Corps-Anlage einzubrechen. Es ist kein Einbruch, wenn niemand da ist. Genau dann wäre ein Einbruch sinnvoll. Durstig, Großer? Diese Maschine scheint außer Betrieb zu sein. Vielleicht ist nur deine Geschmacksrichtung aus. Schlag halt mal dagegen. Geht das? Anscheinend nicht. Schade. Vielleicht müssen wir einfach warten, bis wir dran sind. Das bezweifle ich sehr. Komisch. Was denn? Ich meine, außer dem Ganzen hier. Da ist nichts. Nicht mal ein Willkommensbildschirm. Er ist aber an, oder? Die sind immer an. Ständige Verbindung zum Worldmind. Darum geht's ja. Der hier wurde getrennt. Ha. Ich sag ja, merkwürdig, mysteriös. Wir müssen wirklich diese Tür aufkriegen. Vielleicht machen alle einfach nur Pause? Ich bin Groot. Groot sagt, der Kiosk ist noch offen. Ich sage, das ist nicht unser Problem. Alright, ich gehe mal hier rein. Was ist das hier? Da haben wir doch was, Rocket. Das World Mind kommandiert. Typisch. Wenn du mal einen Weltraumbullen brauchst, ist keiner da. Ja. Mir würde eine Empfangskraft reichen. Mir wird's reichen, wenn wir eine Nachricht da... Okay, hier drin ist ein Luftschacht. Das könnte ein Zugang sein. Ja. Meinst du, du passt in diesen Schacht? Wenn du ihn aufkriegst, so dehnbar bin ich nicht. Was denkst du, Groot? Ich bin Groot. Er sagt nein. Ach komm, ja, du so könnte easy irgendwas mit Wurzeln machen. Ich könnte jetzt nicht das Worldmind übernehmen oder so, aber für die einfache Security reicht's. Nur zu, Gamora. Nein. Moment, bin ich das jetzt oder was der hier? Ah, ein offener Luftschacht. Jetzt haben wir Nova Corps Besitz beschädigt. Ah, nur ein bisschen. Okay, Rocket, sieh nach, ob dieser Schacht in den anderen Raum führt. Und sei vorsichtig. Also, den Plan mit dem Strafe bezahlen mache ich nach wie vor nicht. Aber das Rumspielen mit Nova Cortex ist kein schlechter Ausgleich. Da stimmt was mit dem Stromnetz nicht. Alles läuft nur über Notstrom. Ich spiele den Plan in deinen Visor ein. Wow.
Konntest du das schon die ganze Zeit? Folge den Schaltkreisen und sag mir, welche Verbindungen ich umschalten soll. Wir müssen aufsehen, wo wir den Strom umleiten. Was? Wie? Oh Gott. Sieh zu und lerne. Okay, was? Ich will gar nicht wissen, wie viele Monster wir verkaufen müssen, um diese Strafe zu bezahlen. Die Security kann uns sehen, aber es kommt keiner angelaufen. Also beobachten sie uns wohl nicht. Ich sollte den Stift klauen oder sowas. Wir werden es rausfinden. Was hab ich das hier? Komm zum Berg, Peter! Du hast gesagt, die Verbindung ist getrennt. Ich dachte, das hilft. Nein, hilft nicht. Entspannt euch. Guck mal hier. War nicht schlecht. Presto! Presto? Naja, tada! Das ist genauso unklar. Presto es und tada? Ist richtig still. Stimmt. Hä? Was machen die da? Sie scannen sich gegenseitig. Ich habe aber keine verflagte Ahnung, warum. Sie sind übergeschnappt. Sieht irgendwie lieb aus, oder? Die machen rum. Die machen ganz einfach rum. Moment, ich kann hier rein? Es ist nicht unheimlich. Das große Spukhaus auf der Wani war unheimlich. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Anscheinend war alles normal, als die Hallows Hope angekommen ist. Vielleicht sind sie dort. Ja, und küssen gemeinsam deiner Ex den Hintern. Dazu müssten sie eine extrem lange Schlange bilden. Hallo? Da! Hört ihr das? Okay, ich find's hier mega unheimlich. Ist dieser Laden groß? Was hast du erwartet? Ist da jemand? Hallo? Hallo? Was hat uns verraten? Ich will das da. Hey, Strampelanzug. Du musst mich hier rausholen. Ich gehöre nicht in einen Käfig. Das sieht das Novakor anders. Dich hat keiner gefragt, Gruselauge. Wir sollten einem Verbrecher keine Beihilfe leisten. Warst du nicht ein Gefangener des Novakor? Ja, und ich habe meine Zeit abgesessen. Wofür sitzt du ein? Was? Für nichts. Ein Fall von Identitätsverwechslung. Sie haben mich für jemanden gehalten, dem alles egal ist. Ich mag ihn. Ich dich auch, Wiesel. Also, wie wär's, wenn ihr mir helft? Sucht nach einem Türöffner oder sowas. Na, wen haben wir denn hier? Hey, was habt ihr getan? Wo komm ich jetzt hin? Ups. Glückwunsch, Quill. Ich glaube, du hast soeben deinen ersten Häftling hingerichtet. Das was? Echt jetzt? Das ist... Wow. Oh no. Hätte ich den befreien können? Vielleicht hat ein Attentäter die Anlage infiltriert. Sieh nicht mich an. Hab ich gar nicht. Ich muss das Spiel irgendwie nochmal spielen. Ohne Kack. So viele Dinge, die man hier irgendwie entscheiden kann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier mehrere alternative Wege gibt. Ach, armer kleiner Kerl. Das ist ein Ding. Dein Mitgefühl ist unnötig. Hey, ich bin selbst ein Halbding. Vergessen? Nein. Vielleicht haben wir ihn nur in seine Zelle zurückgeschickt, weil das der Besucherbereich war? Soweit okay, da drüben weiß, ist er noch. Erlaubt das Novakor keine Besucher. Du warst im Kirn. Natürlich gab's da keine Besucher. Das hier ist kein Hochsicherheitsknast. Ich habe ihn schon mal nicht hingerichtet, okay? Nein. Hey, Kumpel. Oh! Oh, hey, was soll das? Ich habe Rechte! Dieser Ort weckt ganz schön viele Erinnerungen. Hast du mal beim Novakor gedient, Peter Quill? Was? Nein, aber ich war mal bei so einer Gegenüberstellung. Oder eher zwei. Hm. Wie auch immer, auf dieser Seite der Scheibe ist es viel schöner. Wow, der Typ war durchaus ernst zu nehmen. Naja, jetzt muss ihn jemand anders durchaus ernst nehmen. Falls wir ihn zum letzten Mal gesehen haben. Ich kann ihn nicht richtig sehen. 1-1-1-1? Jack Flag. Nein. 4-3-2-1. Ja. Aha. Wie wär's damit? A flaw. Aha. Alright. Ob wir den wiedersehen, ob ich ihn irgendwie noch rausholen kann, das wäre jetzt halt mal ganz nett zu wissen. Was ist los, Rocket? Was machst du da?
Ich dachte, wenn wir schon da sind, könnte ich versuchen, ein paar knackige Nova-Geheimnisse zu lüften. Vielleicht haben sie sogar eine Spur von Gamoras blauerer Hälfte. Unwahrscheinlich. Wie bitte? Nichts. Ja, der gute alte Jack Harrison. Was haben wir hier? Was ist nötig, um eine ganze Station abzuberufen? Komischer Würfel. Hier steht was über Groot. Groot-Würfel. Nice, nehme ich mit. Hat der Weltraumcomputer das gesamte Novacore nach Xander zurückbeordert? Ich denke eher, das Gegenteil ist der Fall. Die Station hat ihre Verbindung zum Worldmind verloren. Vielleicht ist Panik ausgebrochen und sie haben evakuiert. Warum ist dann die Hallas Hope noch hier? Aber krass, dass man hier Jack Flag sieht. Okay, habe ich alles mitgenommen. Na, guck mal, was man hier alles noch finden kann. Das ist so viel Krempel. Hey, Leute, hört ihr das? Das Todesröcheln aller Dinge, für die wir diese Units hätten ausgeben können. Ich habe schon oft Todesröcheln gehört. Das klingt völlig anders. Ich krieg hier langsam ein richtiges Spukhausgefühl. Aber das Gefühl, wegzuwollen, kriegst du nicht? Ach, Aufzug kaputt. Aber der Schacht darüber ist offen. So können wir raufklettern. Wir sollen auf dem Ding entlang gehen? Das hält mehr aus als uns fünf. So, hier nochmal irgendwelche Infos. Naja, wir haben sehr viel geredet. Drax hat recht. Haltet alle den Mund. Okay, wir halten jetzt alle mal die Schnauze, denn die Folge ist vorbei. Und wir sehen uns alle wieder in der nächsten Folge. Gut, machen wir das so? Perfekt. Also, schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.